Moin Leute, willkommen zurück und als erstes die Lösung von dem Rätsel mit diesen Tierchen. Ich habe das mal gegoogelt, habe Folgendes gefunden. Man soll tatsächlich anhand der Texte dieser Tiere auf die Lösung kommen. Haben wir auch irgendwie hingekriegt. Nur warum ist es so, wie es ist? Ich habe ein bisschen falsch kombiniert scheinbar. Es hat aber trotzdem irgendwie funktioniert. Deswegen habe ich es aber, glaube ich, nicht verstanden. Es ist nämlich so, dass der Text, der letztlich herauskommt, also ich habe das hier nochmal offen. Der Hirsch wird vom Wolf gerissen. Ist schon mal, haben wir richtig kombiniert. Dann das Pferd entkommt dem Wolf. Das verstehe ich nicht, warum das dazwischen ist. Weil danach kommt der Panther, überwältigt das Pferd. Macht wieder Sinn, habe ich aber falsch rum kombiniert. Die Schlange tötet mit dem Gift den Panther. Und der Adler greift sich die Schlange. That's it. Die Reihenfolge ist dann Hirsch, Wolf, Pferd, Panther, Schlange, Adler. Keine Ahnung warum. Also ich habe es nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Also ich weiß auch nicht. Also der Tag ist schon krass, wenn man da einfach so drauf kommt. Aber hey, was soll's. Manchmal hat man auch einfach Glück. Aber wir machen jetzt weiter. Ich würde natürlich gerne... Das ist nur eine Magnum-Munition. Ein einziger Schuss. Stimmt, wir haben den blauen Wasserschlüssel gekriegt. Wir haben eine Tür haben wir. Ich weiß auch noch nicht, was mit diesem Koffer ist hier. Aber ich würde ganz gern die Dings wieder mitnehmen. Ich leg die jetzt ab. Wobei Magnum immer ordentlich reingeballert hat, ne? Ah, okay. Wobei ich kann ja auch das Gewehr wieder mit Munition füllen. Dann habe ich ja wieder ein Slot frei. Dann nehme ich die Magnum-Munition doch erstmal noch wieder mit. Billy, geh mir aus dem Weg. Oh, eher anders. Billy, geh mir aus dem Weg. So. Da unten waren wir noch gar nicht drin. Ah nee, da müssen wir jetzt rein. Stimmt. Ach, dumm. Oh, hoffentlich sind da nicht noch mehr so Echsenviecher. Auf die habe ich überhaupt keinen Bock, ne? Zoop, zoop. That's it. So, erst rechts oder erst geradeaus? Wir gehen erst rechts rein. Keine Zombie-Geräusche. Was ist das? Ein Kamin. Es ist wohl zu Zierde da. Okay. Shit. Na, lass doch wieder liegen. Weil das sieht mir hier nach einem wichtigen Objekt aus. Steintafel. Einheitssteintafel. Untersuchen. Eine Steintafel mit einem Ritter. Das Wort Einheit ist eingraviert. Ja, das lese ich auch. Okay. Molly-Flasche. Ja, okay. Ah, man hat... Also, das größte Problem in diesem Spiel ist definitiv der Platz im Inventar. Das ist eindeutig zu wenig. Ich könnte dann die Farbbänder wegpacken. Ups. Brains.
noch einer? Oh Mann, ey. Okay, okay. Kombinieren. Klingt, als wenn die nicht wieder aufstehen. Ach shit, er hat ja... Ja, na, egal. Erstmal die Notiz hier. Tagebuch des MGMT-Praktikanten. Okay. Woran arbeitet Markus, der Leiter, bloß die ganze Zeit? Woher rührt sein abartiges Interesse an Egeln? Interesse? Manchmal scheint es eher Liebe zu sein. Angeblich sind diese Egel äußerst gefährlich. Dennis bekam hohes Fieber, als er einen der Egel berührte. Heute hörte ich es wieder, ein schreckliches Stöhnen hinter dieser Tür. Schlafende Hunde soll... Ich halte mich fern, selbst wenn der Leiter was anderes befiehlt. Will nicht so enden wie Dennis. Der arme Kerl. Dieses ständige Kratzen, schon allein vom Zusehen, juckt es mich überall. Voll eklig, ey. Muss abhauen. Aber wie? Dennis weg. Ich geh. Hunger. Hilfe, Mama. Creepy. Was? Darin sind verschiedene Apparate. Sie hat nicht mal reingeguckt. Wofür bin ich hier jetzt reingegangen? Um zwei Zombies zu töten und eine Notiz zu lesen. Oder? Auf die Akte hätte ich auch verzichten können. Ich muss ja eh nochmal das Spiel durchspielen, wenn ich Platin holen wollen würde. Mindestens noch einmal. Tendenziell eher zweimal. Ja, ich muss es ja nochmal auf schwer spielen. Auf schwer hole ich ganz sicher nicht die Akten. Switch mal wieder auf Billium. Billy. So, dann muss ich jetzt zu der Wassertür, oder? Hier im Keller bin ich, glaube ich, fertig. Wie viel Gewehrmunition war das? Ein, oder? Ja, muss ich liegen lassen. Nützt nichts. Ich habe halt keinen Platz mehr. Der Schlüssel muss weg. Ich weiß nicht, was mit dem Koffer ist. Wobei so Koffer tendenziell immer... entweder ist da die Magnum drin... Was durchaus sein könnte, finde ich. Ich glaube, das macht schon am meisten Sinn. Ich weiß halt auch nicht, ob es hier Upgrades für die Waffen gibt. Bisher habe ich halt keine gefunden. Es gab beim Gewehr einfach nur ein neues Gewehr. Und kein Upgrade fürs Gewehr. Wo muss ich eigentlich hin? Schon wieder falsche Taste. Was ist das hier? Ach, das ist das andere Gewehr. Das ist ein Molly-Flasche. Das ist fertiger Molly. Okay, da liegt noch eine Farbrolle. Mindestens eine. Das ist einfach nur Mollys ohne Ende. Okay, aber hier unten... Draußen komme ich ja auch noch nicht weiter, oder? Ne, ich habe ja nichts bekommen, um diese Stromzufuhr für diesen... wie heißt es gleich? Fahrstuhl irgendwie zu tüdeln. Ja, dann bleibt mir nur noch diese Tür dort. Ja, macht Sinn. Alles klar. Jetzt habe ich aber nicht geguckt. Oh Mann, ich werde bis zum Ende des Spiels einfach nur hassen. Das ist die richtige Tür. Okay. Oh, war da nicht noch ein Zombie? War das hier in dem Raum? Den ich umlaufen habe? Ich hätte ihn töten sollen. Ja. Uah.
So, ich werde mal eben gucken. Sie hat hier die Farbbänder hoffentlich. Ich werde hier direkt nochmal speichern. Das ist eine Schreibmaschine. Daten aufzeichnen. Please, please. Rebecca. Mal schon gespeichert. So, ich glaube, wir mussten nach oben. Ich hoffe, in dem Bereich ist auch nochmal ein Safe Room mit Farbbändern, weil die würde ich nämlich jetzt hier liegen lassen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich den Koffer auch erst liegen lasse. Ich werde mich ärgern, wenn da doch irgendwas drin ist, was ich brauche. Kann man nicht, ablegen. Ich guck mal auf der Karte, dann steht ja, ob es ein wichtiges Item ist oder so. So, Objekt. Wichtiges Objekt, tatsächlich. Scheiße, ey. Ich weiß nicht, ob ich den mitnehmen sollte. Ich lasse den hier. Im allerschlimmsten Fall, ich brauche halt ein bisschen Platz. Alles andere ist halt blödsinnig. Im allerschlimmsten Fall muss ich zurücklaufen. Das ist dann halt so. Was soll ich machen? Bup, 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 bup. War das die Tür und dann, ja, direkt rechts und dann da weiter. Diese Geräusche, das. Oh, grau. Da ist auf jeden Fall die Wassertür. Ja, stimmt. Na gut, ich hätte ja dahinter auch noch eine blaue Tür sein können. Aber hätte man mit rechnen können, dass. Hätte man mit rechnen können, dass dort direkt. Wie sagt man? Dass man den nicht mehr braucht danach. Ich gehe mal erst direkt hier rein, oder? Oh, nee, ich gehe direkt hier rein. What the fuck, Alter? So ein kleiner dünner Miniflur und so ein KACK-Monster. Oh, noch einer. Wie so, ganz ehrlich, wie soll ich den tot kriegen? So viel Munition habe ich doch gar nicht. Ich sehe den nicht. Das ist echt scheiße. Hallo, lass mich vorbei. Da liegt irgendwas. Okay, das sieht wichtig aus. Komm, raus hier, Mädel, raus hier. Boah, ey, was zur Hölle? Wie kriegt man die tot? Nein, das war die falsche Taste. Again. Oh, scheiße, ey. Ich habe schon wieder keine Munition, ne? Austausch. Nein. Ah, vielleicht doch. Ich wollte aber eigentlich nur ein bisschen rüberpacken, damit sie noch ein bisschen Muni hat. Also ich gehe mal davon aus, dass im Flur nichts ist. Ich muss hier locker an denen wieder vorbei, nachher. Okay, ich renne da jetzt um die Ecke. Ich werde die mal versuchen, nicht zu töten einfach. Geh da rein. Oh, ich sollte meine Knarre wechseln hier.
Okay, keine Schockermusik hier. Hallo? Och Mann, ey. Kann man hier rum? Nein. Schrank ist voller kleiner Flaschen. Das Klavier ist völlig verstaubt. Sieht noch spielbar aus. Klar, spielen wir doch mal ein bisschen Klavier. Okay. Hat aber nichts gemacht, oder? Kann man das mit ihm auch machen? Kann er auch Klavier spielen? Vielleicht spielt er was anderes. Okay. Das sieht mir nach Magnum-Munition aus. Ist wahrscheinlich wieder nur eine. Nee, acht. Warum waren die... Warum war es nur eine? Ein Molly? Okay, was ist das hier? Oh, das könnte... Das ist die Batterie für draußen. Komm jetzt Monster rein. Das wäre voll scheiße. Ah, ja, okay. Eines der einfacheren Resident Evil Rätsel. Jetzt geht nämlich die Tür wieder auf. You stay here. Ja. Jetzt können wir die wieder mitnehmen. Wenn meine Logik funktioniert hier, geht jetzt nämlich die Tür zu. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt mit dem Klavier wieder aufbekomme, weil ja die Batterie ja drauf ist. Funktioniert sogar. Leicht unlogisch. Come on. Roger. Roga. So geil. Bisschen Progress hier. So, jetzt muss ich aber leider wieder zurück in diesen Raum. Mit diesem verdammten Scheiß-Monster. Ist auf jeden Fall nach hinten dann. Oh. Der fällt mich direkt. Hallo, geh vor. Mann, lass mich vorbei, Mädel. Ich vergesse auch immer, dass man die noch selbst steuern kann. Okay. Rechts gegenüber ist ein Raum. Oh, scheiße, ich habe auch
wieder keine Kräuter oder sowas, ne? Wie wenig gibt es eigentlich bitte? Gibt es dann auch schwer einfach gar keine Kräuter? Oh Gott. Ah, sie hat keinen Platz mehr. Oh, ich sollte das hier mal verwenden, weil ich kritisch bin. Austausch. So. Austausch. So, dann kann sie nämlich einmal nachladen. Okay. Wenn sie es denn mal tun würde. Warum ist sie denn direkt nicht mehr aus? Ach, sie hat ja auch noch die. Ah, sie hat ja noch das Gewehr mit Munition. Egal. Gut. Oh, da liegt sogar noch Gewehrmunition. Oh, hier ist so ein Schraubstock. Habe ich nicht so ein Schraubstock-Ding gekriegt? So eins hier. Kann man das hier benutzen? Nice. Hä? Was? Gehorsams. Ach so, es gibt noch eine zweite Tafel. Die habe ich nicht mal erkannt, dass da eine drin steckte. Ja, okay, amazing. Jetzt habe ich zwei so eine Tafeln. Oh, alles klar, kann man mitnehmen. Ich hätte gerne einen Safe Room, ne? So, wieder raus und ganz ans Ende. Weil ich habe jetzt schon wieder relativ viel geschafft. Vor allem habe ich gerade eben noch gesagt, ich habe keine Kräuter und dabei hatte ich was im Inventar. Ich habe Angst. Schade, hätte ich das gewusst, ne? Aber sowas weiß man immer nie. Ich gucke jetzt erstmal. Das muss ich mitnehmen, das Spray. Da liegt noch Muni. Oh, da sind sogar noch Kräuter. Amazing. Das muss ich ja auch gefühlt direkt verwenden, ne? Wobei Spray vielleicht nicht unbedingt. Aber ich kann auch nichts ablegen, außer die Magnum-Munition. Ich werde hier nie wieder zurückkommen, wenn ich die Magnum-Munition jetzt hier ablege. Ich lege die ab. Weil das Spray würde ich ganz gerne mitnehmen. Ablegen. Dann austauschen. Austauschen, damit sie die Kräuter eben aufnehmen kann. Dann mixe ich mir die, benutze die. Kombinieren. Verwenden. Da muss ich auf jeden Fall das Spray wieder mitnehmen. Ja, die Magnum-Munition muss ich liegen lassen. Nützt nichts. Aber Spray gebe ich ihm jetzt ins Inventar. Austauschen. So. Austauschen. Ja, mache ich das mal so. Okay. Weil wenn er jetzt nochmal getroffen wird oder so.
Hier sind verschiedene Laborgeräte, das scheint nicht so interessant dabei zu sein. Okay. Wenn er jetzt nochmal getroffen wird, kann ich mit ihm das Spray nehmen. Dann ist es nicht ganz so wasted. Kombinieren. So. Das bedeutet, jetzt muss ich hier wieder weg. Habe ich richtig verstanden, oder? Das heißt, geradeaus, geradeaus. Und dann wird gespeichert. Ganz wichtig. Ich hoffe, ich überlebe das, ohne das Spray zu benutzen. Also am besten wirklich ohne Treffer durch. Das wäre ideal. Ach, ich dachte, er haut mich direkt. Nee, die Tür war's, die Tür war's. Jetzt wurde sie aber getroffen, ne? Ach, wenn sie jetzt direkt unter Warnung ist, dann ärgere ich mich ja fast schon. Aber das hätte ich auch nicht anders machen können. Muss ich geradeaus, ja, ne? Okay, und dann geradeaus, geradeaus. Die blaue Tür, genau. Okay. Aber sie scheint noch... Sie ist gelb. Ach, Mann, ey. Zwei Hits von diesen Kackmonstern, ey. Unfassbar. So, jetzt sind wir wieder in der Main Hall. Ach ja, der Koffer liegt hier auch noch. So, ich werde jetzt das mal kurz ablegen. Um die Farbbänder aufzunehmen. Zack. Hier wird gespeichert, Leute. Das war ganz schön hart. Das war es. So, Folge endet auch hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ohne getötete KACK-Monster. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin. Ciao.